So wird die Gründung einer GbR vorbereitet. Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen. Ich bin André Kraus, ich bin Rechtsanwalt und ich bin spezialisiert auf Unternehmensrechtsfragen. Und jetzt geht es um die 4 Vorbereitungsschritte zur Gründung einer GbR. Und folgende 4 Schritte haben sich grundlegend etabliert. Der erste Schritt ist, erstellen Sie einen Businessplan. Das empfehle ich den allermeisten Neugründern, und zwar um einmal sein gesamtes Unternehmen, das heißt sowohl die operative Tätigkeit als auch das Marketing mal zu skizzieren, komplett durchzudenken, um auch die Wettbewerbersituation komplett zu erfassen, um seine Alleinstellungsmerkmale gegenüber seinen Wettbewerbern herauszuarbeiten, aber auch um eine ganz genaue finanzielle Planung sicherzustellen. Der nächste Schritt ist es, die Finanzierung zu sichern und auch die Betriebsmittel feststehen zu lassen. Die Finanzierung zu sichern bedeutet, dass das Geld, was Sie dafür benötigen, um Ihre Unternehmen durchzuführen mit einer GbR, dass dieses bereitstehen soll, entweder durch eine Eigenfinanzierung oder durch eine Fremdfinanzierung. Und bei einer Fremdfinanzierung wird es ja entweder Ihr Mitgesellschafter sein oder Sie können auch an eine stille Beteiligung denken, wenn der Geldgeber nicht gleichzeitig auch Mitgesellschafter sein soll. Bei den Produktionsmitteln meine ich, dass jetzt schon verbindlich feststehen soll, wer was bei Ihnen durchführt, welche Personen Ihre Dienstleistung erbringen oder zum Beispiel Ihre Ware herstellen, wer das Marketing durchführt, wo das alles geschieht und mit welchen Mitteln das alles passiert. Der dritte Schritt der Vorbereitung der Gründung einer GbR, das ist der Prüfung des rechtlichen Rahmens. Und da gibt es 2 wichtige Punkte. Der erste Punkt ist zu checken, ob die von Ihnen gewählte Rechtsform auch die richtige für Sie ist. Die GbR, das ist die am einfachsten zu gründende Gesellschaftsform für Gesellschaften mit 2 oder mehr Gesellschaftern. Allein ist eine GbR nicht gründbar, das ist einfach ein Einzelunternehmen. Und der große Nachteil einer GbR, das ist, dass die persönliche Haftung der Gesellschafter weiterhin verbleibt, und zwar als Gesamtschuldner. Jeder haftet voll für alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft, und wenn Sie dieses umgehen wollen, allerdings einen höheren Gründungsaufwand finanziell haben, können Sie eine GmbH oder eine UG beispielsweise gründen lassen. Diese Gesellschaften sind zwar mit einem höheren Verwaltungsaufwand verbunden, aber Ihre private Haftung als Gesellschafter ist ausgeschlossen. Ein zweiter wichtiger juristischer Punkt, der im Fall einer jeder Gründung zu klären ist, ist die Frage, ob Sie überhaupt die Tätigkeit, die Sie angedacht haben, für Ihre GbR auch ausüben können. Das heißt, ob es einer besonderen Zulassung bedarf. Grundsätzlich erfolgen fast alle Gründungen mit einer ganz normalen Gewerbeanmeldung, so auch bei der GbR, wo alle Gesellschafter der GbR auch gleichzeitig ein Gewerbe anmelden müssen. Aber etwas anderes gilt dann, wenn besondere Felder vorliegen, besondere Tätigkeitsfelder, zum Beispiel ein Maklerbüro oder beispielsweise eine Zeitarbeitnehmer. Da bedarf es besonderer persönlicher Voraussetzungen bzw. einer besonderen persönlichen Zulassung. So etwas Ähnliches gilt auch im Falle einiger freien Berufe, wie beispielsweise Rechtsanwalt oder Architekt. Und der vierte und letzte Vorbereitungsschritt zur Gründung einer GbR, das ist der Check, ob der von Ihnen gewählte Name des Produktes oder Ihrer Dienstleistung auch so verwendet werden kann. Und dazu sollte markenrechtlich geprüft werden, ob Ihr Name markenrechtlich okay ist. Das heißt insbesondere, ob nicht eine identische oder ähnliche Marke bereits schon angemeldet worden ist. Und was sich auch immer wieder empfiehlt, ist es, auch selbst eine Marke dann anzumelden, wenn Ihre Marke noch frei ist. Ich hoffe sehr, dass Sie es informativ und aufschlussreich fanden. Wir haben für Sie eine Menge juristischer Informationen zur Gründung einer GbR auf unserer Webseite bereitgestellt. Und wenn Sie selbst daran denken, eine GbR zu gründen, können Sie uns gerne zu einer kostenfreien Erstberatung über unsere Webseite einen Termin geben lassen oder uns gleich online über unsere Webseite mandatieren. Vielen Dank für Ihr Interesse und gerne bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.